Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Miss Blush & Beauty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin, für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise heute zum ersten Mal einschalten. Und es geht tatsächlich heute um ein Thema, das, ich glaube, viele Leute betrifft, Männer wie Frauen, aber wahrscheinlich sehr viele Frauen. Also mich betrifft es definitiv und das schon seit Jahren. Und zwar das Thema oder das Problem, brüchige, splitternde Fingernägel. Na, allein schon, wenn man gern und oft Nagellack trägt oder vielleicht in seinem Job oft mit Chemikalien oder aggressiven Mittelchen in Kontakt kommt oder einfach auch durch die Maßnahmen in der Corona-Pandemie, hat sich das zumindest bei mir und ich glaube auch bei anderen verschärft. Das heißt, die Fingernägel sind nicht nur brüchig und splitternd, sondern auch vielleicht dünn und weich und ja, biegen sich auch gerne und schnell. Teilweise schälen sie sich sogar vielleicht schon in Schichten ab. Und ich habe da auch wirklich jahrelang das Problem damit gehabt und habe alles Mögliche ausprobiert an Mittelchen, an Pulverchen und habe eigentlich nie so das zufriedenstellende Ergebnis gehabt, wie ich es mir einfach gewünscht habe. Und das heißt einfach lange, gesunde Fingernägel. Habe aber in den letzten Monaten wirklich verstärkt nach Lösungen und Methoden gesucht und tatsächlich auch drei Maßnahmen gefunden oder auch Tipps, die ich heute mit euch teilen möchte, die mir sehr gut geholfen haben und ich tatsächlich das erste Mal ohne irgendwelche Probleme und ohne jegliches Abschneiden lange gesunde Fingernägel wachsen lassen konnte. Und was ich da gefunden habe, das erzähle ich euch jetzt im Video. Aber kurz bevor ich euch meine drei Tipps vorstellen möchte, wollte ich euch nur mal ganz kurz abholen, wie überhaupt brüchige, splitternde Fingernägel entstehen können. Denn erst wenn wir natürlich die Ursachen, also die Gründe dahinter verstehen, können wir natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Und man geht davon aus, dass es ja verschiedene Faktoren sein können, die entweder einzeln, aber auch zusammenspielen. Darunter etwa ein Nährstoffmangel im Blut oder aber auch eine unausgewogene Ernährung bzw. Lebensstil. Dann, wenn man jahrelang zur Maniküre gegangen ist, ne, diejenigen, die das gemacht haben, Betroffenen wissen, was ich meine. Gelnägel natürlich auch, können die Nagelplatte kaputt machen und auch strapazieren. Dann auch das häufige Händewaschen, ne, was natürlich gut ist, vor allem jetzt oder während der Corona-Pandemie, aber dementsprechend auch wiederum die Nagelplatte sehr strapazieren kann und austrocknet. Und als letztes aggressive Reinigungsmittel, die man unter anderem vielleicht auf dem Job, aber auch im Haushalt benutzt. Und da kommen wir eben sozusagen schon zu meinem allerersten Tipp. Es ist also schon ein bisschen allgemeiner gehalten, wie man eben diese einzelnen Faktoren einigermaßen in Schach halten kann. Und das ist teilweise auch wirklich ganz einfach. Denn wie unter anderem ich ja schon gesagt habe, Gelnägel oder generell Schellack-Nagellack sollte man natürlich in solchen Fällen definitiv vermeiden oder besser gesagt dann nicht mehr zur Maniküre gehen, um einfach die Nagelplatte sich wieder erholen zu lassen, beziehungsweise dass es auch nicht mehr ganz so dünn ist, nicht mehr so weich, dass sie wieder stark werden kann. Und da ist natürlich dann, wenn man sich weiterhin Schellack drauf pinselt, alle 4 Wochen jetzt nicht gerade die beste Lösung. Stattdessen sollte man einfach auch mal eine Nagellackpause von mehreren Wochen einlegen und einfach den Fingernagel bzw. die Nagelplatte also sich einfach wieder erholen lassen. Dann zweitens wegen den aggressiven Reinigungsmitteln, ja, was man so benutzt für WC, Bad, Küche. Tatsächlich mache ich es so, dass ich mir einfach ein ja, oder mehrere Packen Gummihandschuhe gekauft habe, die ich halt also dann entweder für die Küche, fürs Bad, für die Toilette verwende. Ja, also für jeden Raum habe ich ein anderes Paar Gummihandschuhe und immer wenn ich eben putze, benutze ich dementsprechend diese Gummihandschuhe, um einfach meine Hände und damit ja auch meine Fingernägel zu schützen. Denn die Chemikalien, die darin enthalten sind, sind ja oftmals auch sehr stark und können wiederum auch die Nagelplatte ja, schädigen und das wollen wir ja auch nicht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir unsere Fingernägel nicht nur schützen sollten, sondern sie dementsprechend auch pflegen. Das heißt also gerne öfters über den Tag Handcreme verwenden, vor allem aber auch nachts. Das mache ich zum Beispiel ganz gern. Schön dick auftragen auf die Hände. Wenn es ganz schlimm ist mit den Fingernägeln, tatsächlich auch Baumwollhandschuhe rübertragen. Wer es mag, wer es auch verträgt, wer es die Nacht aushält, damit einfach schön die pflegenden Komponenten einziehen.
einziehen können und nicht nur eben den Fingernagel, sondern auch das Nagelbett und alles drumherum, auch die Nagelhaut gut versorgen kann. Dann als nächstes habe ich ja auch schon das Händewaschen angesprochen. Das sollte man natürlich in Corona-Zeiten nicht reduzieren. Das ist natürlich wichtig. Allein schon, jetzt gehen wir auch wieder in die Grippezeit, ja, die ganzen Erreger und Viren, die sonst noch so rumkräuchen und fleuchen. Stattdessen würde ich dazu raten, dass man eher auf andere Reinigungsmittel oder Seifen setzt. Das heißt also eher milde Seifen kauft oder sich aussucht. Vielleicht nicht unbedingt welche mit Duftstoffen, stattdessen eher parfümfrei, für Duftstoffallergiker vielleicht sogar, wenn es draufsteht, für sensible Haut, ohne Alkohol und tatsächlich vielleicht auch sogar noch rückfettende Eigenschaften haben. Ja, rückfettend meine ich jetzt damit, dass sie einerseits vielleicht auch etwas cremiger sind von der Konsistenz. Da sieht man schon mal den Unterschied, als wenn sie total klar sind oder auch flüssig. Und wenn sie unter anderem auch Inhaltsstoffe oder Feuchtigkeitsspender wie Glycerin enthalten. Wenn das natürlich so ganz am Anfang der Inhaltsstoffliste steht, das sieht man ja meistens, man muss ja einfach das Produkt nur einmal umdrehen, dann ist es schon mal eine super Sache. Dann tut man seinen Händen und dementsprechend auch seinen Fingernägeln schon sehr viel Gutes. Und als letztes, ne, ich habe ja vorhin auch den Nährstoffmangel angesprochen, natürlich ist es wichtig, immer auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu achten. Wie die aussehen kann, habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt, könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Ja. Dann sollte man sich wirklich vielleicht mal Gedanken machen, ob man nicht mal lieber zum Arzt geht, einfach mal so einen Blutcheck machen lässt, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass ein bestimmter Nährstoff einfach zu wenig davor liegt, ja, und dementsprechend dann auch eventuell, wenn es sein muss, Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, ja, die eben diesen Mangel wieder ausgleichen. So, das waren also meine allgemeinen Tipps, die meiner Meinung nach auch wirklich leicht anzuwenden und umzusetzen sind, die generell auch wirklich empfehlenswert sind, ja. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Jetzt zeige ich euch wirklich mal die zwei Produkte, die ich in den letzten Monaten tatsächlich konsequent angewendet habe und dadurch auch die meisten Erfolge erzielt habe. Und das erste ist tatsächlich ein Nagelhärter. Und zwar von Herom oder Herom, wie man den ausspricht, in extra stark. Ne? Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe aber den extra stark, weil, ne, ich hatte wirklich, wirklich brüchige, splitternde Fingernägel und wir gehen jetzt wirklich von dem Extrembeispiel aus. Tatsächlich ist dieses Produkt auch nicht so günstig wie manche Nagelhärte aus der Drogerie. Hier sind nämlich nur 10 Milliliter enthalten und er kostet ungefähr so, ja, zwischen 10 und 15 Euro. Also 10 Euro oder 11 Euro habe ich ihn bei Amazon gesehen, 15 Euro unter anderem bei Douglas. Ne, das ist schon eine Stange Geld. Andererseits muss ich auch sagen, also mir ist aufgefallen während der Anwendungszeit, dass er tatsächlich auch sehr ergiebig ist, weil man ja immer nur dünne Schichten aufträgt. Und da kommen wir auch gleich zur Anwendung. Tatsächlich sagt der Hersteller, dass man eigentlich eine Art Kur machen soll damit. Das heißt, am ersten Tag eine dünne Schicht von diesem Lack auftragen, dann eine zweite Schicht am zweiten Tag. Am dritten Tag wird sie dann wiederum entfernt mit einem acetonfreien Nagellackentferner. Ja, der eigenen Wahl eben und gleich darauf nach dem Entfernen wieder eine dünne Schicht von diesem Lack drauf geben. Also nur damit ihr Bescheid wisst, ja, der Hersteller sagt 2 Wochen. Ich würde sagen, das ist für normal geschädigte Fingernägel auch kein Problem. Für Leute, die aber tatsächlich wirklich sehr extrem geschädigte Fingernägel haben, werden dazu schon 4 Wochen brauchen. Aber das ist ja kein Problem, wie schon gesagt, es ist ja doch ziemlich ergiebig. Und was auch ein einziger anderer Kontrapunkt ist, dass hier Formaldehyd enthalten ist. Ja, manche mögen das nicht, weil es ist auch ein bisschen strittig. Es wird dem auch eine krebserregende Wirkung nachgesagt, aber es ist noch nicht wirklich abschließend wissenschaftlich geklärt, wie, was, in welchen Konzentrationen. Aber da man das hier ja nur als Kur anwendet, habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden, weil ich benutze es ja nicht regelmäßig. Es ist ja nichts, was ich auf Dauer verwende und dementsprechend war das jetzt für mich in Ordnung. Dementsprechend aber ist auch der Geruch etwas sehr stark. Ich finde ihn auch etwas beißend, sehr chemisch. Also würde ich da auch dazu raten, dass man tatsächlich auch immer lüftet nebenbei, weil man sonst auch schnell Kopfschmerzen bekommt, vor allem wenn man da sensibel auf Gerüche reagiert oder diese Art von Gerüche.
Aber wenn man eben sich dran hält und tatsächlich auch den Raum gut belüftet, davor, währenddessen und danach, habe ich damit keine Beschwerden oder Probleme gehabt. Ansonsten muss ich auch noch sagen, ja, ich habe ihn auch gerade drauf, witzigerweise mal wieder. Und ich finde, es macht auch ein sehr schönes Ergebnis. Wie ihr sehen könnt, es ist auch nicht 100% transparent, sondern eher so weißlich, milchig, würde ich schon sagen. Und dementsprechend sieht es dann auch auf den Nägeln so aus. Ich gehe mal näher ran, damit ihr es sehen könnt. Ich finde, es gibt einen schönen Schimmer. Sieht schon so leicht bisschen nach French Maniküre aus. Also ein sehr attraktives Ergebnis, ja, als hätte ich sie eben lackiert mit einem weißen Nagellack oder eben durchsichtigen, milchigen Nagellack. Brauche also dann eigentlich nicht noch irgendwas obendrauf. Mir reicht es dann vollkommen so aus. Und der Hersteller sagt sogar auch, dass man dann, wenn man diese Kur abgeschlossen hat, wöchentlich einmal diese Kur weiterführt. Also einmal pro Woche dann dieses Produkt nochmal anwendet. Kann man unter anderem auch als Unterlack dann verwenden für seinen normalen Nagellack. Ne? Macht man ja eh meistens dann so, dass man dann ein, zwei Schichten Nagellack drauf gibt und dann vielleicht noch einen Topcoat. Und ich spare mir dann sozusagen den Unterlack, indem ich dieses Produkt benutze. Gleichzeitig habe ich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass dadurch ja auch meine Nägel irgendwie auch geschont werden und eigentlich gleichzeitig, obwohl ich Nagellack trage, ja auch gestärkt. So, und mein zweites und letztes Produkt, was ich auch wirklich sehr feiere, was ich auch niemals gedacht hätte, weil ich eben ja mit Nahrungsergänzungsmitteln und Supplementen und so weiter eigentlich immer nur so Semi-Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich ein Produkt, was ich schon mal auf Instagram in einer meiner Stories vorgestellt habe. Und zwar von der Marke Beers with Benefits, die gibt es ja bei DM, habe ich schon gesehen, bei Rossmann direkt eben zu kaufen, aber auch schon bei Douglas. Diese Biotin-Gummibärchen. Tatsächlich ist es eine 2-Monats-Kur, das heißt also, hier sind 150 Gramm, dementsprechend auch 60 Bärchen enthalten. Es ist zuckerfrei auf Stevia-Basis, das war mir auch wichtig tatsächlich. Obwohl, man nimmt davon eh nur ein Bärchen am Tag. Das finde ich eigentlich ziemlich super, dass das so konzentriert ist in einem Bärchen. Und dementsprechend, wenn da jetzt auch Zucker drin gewesen wäre, dann wäre das jetzt auch nicht so schlimm gewesen bei einem Bärchen. Trotz allem finde ich das natürlich eine super Sache. Und zudem, es wird auch einige andere erfreuen, ist es vegan. Ja, aber was ist da jetzt eigentlich alles so drin? Ne? Der Hersteller sagt auf seiner Seite, das ist ein Wirkstoffkomplex aus 11 hochkonzentrierten Beauty-Vitamin- und Mineralstoffen. Unter anderem Vitamin B6, Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin C, aber auch Zink und Folsäure sowie auch Kokosnussöl. Also ich glaube, das ist halt dieses Gelee-artige, schmeckt auch sehr Gelee-artig tatsächlich. Ich kann es euch auch mal zeigen, wie so ein Bärchen aussieht, wo das wahrscheinlich dann so drin gelöst ist, diese Wirkstoffe. So sieht es aus, also eigentlich wie so ein ganz normales Gummibärchen. Und tatsächlich schmeckt es auch sehr gut, also eher fruchtig. Und kann man nehmen, wann man will, so ich das verstanden habe. Ich esse es meistens ganz gern so als Dessert nach dem Mittagessen. So als kleinen, süßen Abschluss. Aber was kann jetzt Biotin, dass es so gut sein soll für Haut, Haare und in dem Fall oder im speziellen Falle für die Nägel? Nun, es ist ein wasserlösliches Vitamin der B-Gruppe, was besonders wichtig für den Stoffwechsel ist von Kohlenhydraten, Fettsäuren, aber auch von Aminosäuren. Und zudem soll es auch noch den Stoffwechsel generell aktivieren. Das heißt also auch die Neubildung von Haarwurzeln. Das ist jetzt das Interessante. Hier klingelt's. Und des Nagelbettes fördern. Also sprich eben auch für lange und gesunde Fingernägel sorgen. Wie schon gesagt, ich bin ja skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und immer diese Versprechen. Vor allem, wenn man überlegen muss, 2 Monate und das kostet hier so um die 25 Euro, unter anderem auch beim Hersteller selbst auf der Webseite, muss man sagen, okay, ist auch Geld, was man da jetzt dafür ausgeben will oder muss. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt aber auch. Hilft dann dieses so gehypte Biotin tatsächlich? Weil es gibt ja wirklich viele YouTuber und Beauty-Influencer, die auf Biotin bei Haut, Haaren und Nägel schwören. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere es für euch jetzt aus.
Weil wenn es eben nichts wird, wenn es mir nicht geholfen hat, dann würde ich es ja euch auch nicht in dem Video zeigen. Denn es ist tatsächlich so, und das ist auch mein Fazit, erstens hat es nicht nur super geschmeckt und war auch sehr verträglich, sondern ich zeige es euch jetzt auch hier in diesem Bild, was ich jetzt einblenden werde, habe ich, glaube ich, meiner Meinung nach mit diesen genannten anderen Maßnahmen und meinem Nagelhärter in Verbindung tatsächlich sehr lange und gesunde Fingernägel gehabt. Denn ich habe wirklich oft das Problem, dass wenn sie länger werden, ich habe kein Problem, dass sie schnell wachsen. Ja, das ist nicht mein Problem. Also meine Fingernägel wachsen gerne, aber sie fangen sofort an, nach einer Zeit an, vorne vor allem zu splittern, sich auch in Schichten abzulösen. Ich kann also meine Fingernägel nicht für mehrere Wochen richtig schön lang wachsen lassen. Ich muss sie immer ab einem gewissen Zeitpunkt abschneiden. Und ich wollte aber jetzt mal das testen, wie es ist, wenn ich all diese Maßnahmen kombiniere, sodass ich wirklich mal mehrere Wochen aushalten kann, ohne sie mir wieder abzuschneiden. Und tatsächlich ist es mir gelungen. Wie ihr schon eben auf diesem Bild sehen könnt, habe ich meiner Meinung nach, ja, für meine Verhältnisse wirklich lange Fingernägel bekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich war begeistert und ich bin immer noch begeistert. Ja? Also ich habe jetzt eine Dose schon geleert. Das ist jetzt meine zweite Dose. Tatsächlich gibt es aber, habe ich schon gesehen, bei dem Hersteller auf der Webseite auch so große Packen. Das sind dann wahrscheinlich so die doppelte Menge, wenn man wirklich sehr hartnäckige Fingernägel hat. Das heißt wirklich extrem brüchige, splitternde und sagt, nee, ich muss ein bisschen mehr machen als nur 2 Monate. Glaube ich, kann man dann eben auch die große Packung kaufen. Aber ich wollte eben erstmal mit der kleinen Packung starten. Und das ist also auch schon mein Fazit, beziehungsweise waren das meine 3 Tipps, wie ich endlich meine Fingernägel nach Jahren in den Griff bekommen habe, würde ich es mal sagen, ja. Und wirklich die Fingernägel habe, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch jetzt auch geholfen. Ja, würde mich natürlich sehr interessieren. Schreibt mir doch gerne unten in den Kommentaren, was ihr so davon hält, ob ihr vielleicht auch ja andere Tipps habt, wie ihr einfach gesunde, lange und schöne Fingernägel bekommt. Und gebt mir doch auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben, da ich wirklich wöchentlich neuen Beauty- und Hautpflege-Content poste. Vor allem zu solchen Themen, ja, aber auch generell ja, für Leute mit sehr sensibler Haut oder ja, Problemchen. Und damit ich es nicht vergesse, ich bin auch auf Instagram unter jasmin_amarena, wo ich auch sehr viel Content zu meinen Videos, aber auch so ein bisschen random zu eben diesen Themen, die mich interessieren, wie Hautpflege, Beauty, Lifestyle poste. Und freue mich schon, wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin, ciao!